Ah, die Kamera läuft schon. Ich habe mich heute ein bisschen gepudert. Sind schon viele Leute da? Viel Publikum? Es ist heute schon relativ voll. Wir freuen uns jetzt auf eine fantastische Show. Ich habe noch nie so nah bei einer Frau gestanden. Ach komm. Es wird heute swingen. Auf jeden Fall. Also ich werde wieder so tun, als ob ich Bass spielen könnte. Daniel Roth ist Poetry Slammer und Lesebühnengründer. Wie lange bist du da unterwegs von Hohenschönhausen bis hierher? Na, ich wundere jetzt nicht mehr. Da habe ich nur meine ersten 18 Jahre verbracht. Ich bin jetzt. Ich hätte dich jetzt auf 18 geschätzt. Also, oh, das ist sehr freundlich. Ich will dich gar nicht nerven, Gotti. Du willst bestimmt erstmal ablegen. Nein, und Bier holen und so. Ach, hier. Martin Gotti Gottschild betreibt die Action-Lesebühne Tiere streicheln Menschen. Ein stets gut gelaunter Autor, der gern im Berliner Dialekt plaudert. Bevor wir richtig loslegen hier mit der Show, geben wir wie immer einen Drink aus, einen Schnaps. Ist ein Wodka mit Kräuter, mit Bio-Kräuter oder irgendwas drin. Sehr, sehr lecker. Mami, mein Wäschekorb ist seit dem Sommer voll. Mami, die Mausi, meine Ex, fand das nicht toll. Ich weiß, du hast sie geliebt, muss dir sagen, es gibt auch keine neue seitdem. Fand es auch nicht so schön. Mami, ich bin allein, ich komme heim. Mami. Hallo Sie. Ja, richtig Sie. Sie strahlen so viel Lebensfreude aus wie ein Barsch im Tiefkühlfach. Dann bewerben Sie sich bei uns. Werden Sie Servicekraft in der Hauptstadt. Anders ist es ja auch kaum zu erklären, dass zum Beispiel von den Verkäufern im Spätverkauf immer eine dermaßen eisige Stimmung aussieht, dass man annehmen muss, dass der eigentliche Angestellte bereits geknebelt und gefesselt hinter der Theke liegt und man stattdessen von dem Typen bedient wird, der gerade den Laden überfallen hat. Und wer jemals der Fahrkartenverkäuferin am S-Bahnhof Landsberger Allee in die Augen schauen sollte, wird im ersten Moment nicht umhinkommen, bei sich zu denken, mein Gott, ich sehe tote Menschen. Wir haben seit langem mal wieder unseren Kinderstar im Programm. Ah, da ist er. Ich hoffe, Hugo, du hast eine Menge neue Songs geschrieben, habe ich mir sagen lassen. Also du warst sozusagen richtig... Na klar, ich bin fleißig. Ja. Hab mir auch ein MacBook angeschafft, cool. Womit ich jetzt auch eigene richtige Beats mache. Lexing at the city. Nothing so, way. Yeah. Die Rebellion meiner Generation ist die Rebellion gegen die Rebellion meiner Generation. Gegen Gewalt mit erhobener Faust, gegen Unmündigkeit mit geschlossenem Mund, Auge um Auge, Zahn um Zahn, während wir in den Spiegel schauen. Angekettet, Ketten schmieden, Konzentrationsdauer und Verstand, haben wir ständig Angst. Am meisten vor uns selbst, wir haben nichts gelernt, haben nichts verstanden, haben nichts verändert, leben die Perversion der Welt genauso wie alle vor uns. Nur diesmal mit einem fetten Grinsen im Gesicht. Was bleibt es, die Erinnerung? Was bleibt ist der Versuch? Was bleibt ist dichtester Nebel? Was bleibt ist ein Gefühl? Und dazu will ich mich bekennen. Was bleibt ist ein Gefühl? Ich will es Liebe nennen. Danke. Ich bin ja inzwischen ein großer Freund von Pauschalurlauben. Hier war der Jürgen. Hier war der Jürgen. Hier war der Hannes und hier musste Gabi wirken. Es halt Pauschalurlaub, nur Alkohol ist inklusiv. Weshalb ich ihr die Kotze auf meinem Shirt verzieh. Lokalrunde, die Show mit Weltniveau. Jeden letzten Freitag monatlich live im Feierclub und on air auf Alex Berlin. Gut für Berlin und Brandenburg. Gotti, du hast auch ein Buch veröffentlicht. Ja, ich habe ein Buch veröffentlicht, das heißt Der Schatz im Silberblick. Aber mein zweites Buch ist ja auch schon bald auf dem Markt. Die Couchpoetos, die gibt es immer am 1. und 3. Montag im Monat im King Kong Club um 21 Uhr. Das erscheint jetzt in einem Monat schon oder so? Nee, überhaupt nicht. Am 16.06. Aber das ist nicht so schlimm. Mega Neuentdeckung aus der Poetry-Szene Berlins. Daniel Roth. Habe ich das schön gesagt? Hast du wundervoll gesagt. Ich wollte jetzt einfach nur mal so albern das Mikrofon am Mund halten und du zeigst nur die freundliche Ausstrahlung. Martin Gotti Gottschild.